Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu etwas Neuem, Judith's Hearth. Ein kleines Horrorspielchen. Soll gar nicht so lang gehen. Ja, und wir sind mal wieder dabei. Wir schauen gleich mal rein. Weil Grafik habe ich schon alles eingestellt. Oh, das tut echt einen Augen weh. Aber es ist, glaube ich, nur kurz. Das kannst du nicht wegmachen. Cool, du bist richtig gleiß im Licht. Jetzt. Schön. Surf. Sooner or later, justice reaches all of us. Before committing any action against someone, you just think it twice, because life deals us back withdrawn all that we have reaped. Oh, das ist wieder so 0815 Weisheit mal wieder. Gut. Und wir sind drin. Where am I? Did I go to sleep? Is this a dream? But it seems so real. Mhm. It is. Es ruckelt aber. Ein bisschen. You can access the inventory by pressing the tab key. Nett. Collectibles gibt's. Es gibt Notes. Book, also ich schätze mal Notizen. Und Inventar. Ich glaube, ich muss kurz einmal, was ich nicht kann. Müssen wir noch einmal kurz die Grafik einstellen. Weil ich im Hintergrund kopiert da gerade auch noch was, das natürlich auch ein bisschen scheiße ist, ne? Gehen wir auf High. Apply. Ist auch blöd, dass er nicht sofort rausgeht. So. Wir probieren es nochmal. Oh, wieder so hell. Ich habe vorher schon gemerkt, das ist ein ziemlicher Leistungsfresser, das Spiel. Ja, aber das sind die Unity-Spiele ja oft. Generell ja ganz, ganz schlecht sind die, optimiert meistens. Ich weiß aber nicht warum. Ich meine, Unreal macht's besser. Weil ich, früher war es ja immer so ein Wettlauf zwischen Unity und Unreal eigentlich eine Zeit lang. Aber dann mit der Unreal Engine 4 ist das, glaube ich, in der Vergangenheit angehört. Also. Jetzt ist besser. Ja. Plop. Kann ich? Ruckelt aber immer noch. Warum? Guck mal kurz. Nö, also. FPS habe ich stabile 30. Ja. Ey, Moment, was kann ich? You can push objects. Also wahrscheinlich gedrückt halten und dann vorwärts gehen oder so. Nee, ich muss einfach nur gedrückt halten. Kannst du springen? Nein. Das hintere wahrscheinlich erst wegschieben. Ist nach links vielleicht? Nee, achso, der geht wahrscheinlich sofort aus der Range raus. Ich kann die nicht. Jetzt. Sie vorbeigezwingt. Also ich muss. Ja, das ist aber sehr. Ha! Ich kann ja einfach schieben. Na gut. Toll. Also jetzt hast du gar nicht mehr gedrückt, oder wie? Seems to be stuck. Nee, ich hab gar nicht mehr gedrückt. Ah. You can take objects by pressing right. Und jetzt? Habe ich den jetzt im Inventar? Nee, aber du hast den noch, oder? Wo ist er jetzt hin? Taucht wahrscheinlich wieder auf. Mhm. Ich vermute. Safe progress. Ah. Ah ja, und unten kommt die Disk. Verstehe. Schie. Gut, wissen wir Bescheid. Ja, dann gehen wir mal weiter. Lass mich raten. Gleich mal den Kopf anhauen. Crouch. Was stand da? Crouchy. C, oder? Steuerung. Genau. Geht beides. Gedrückt halten? Nö. Umschalten. Geht beides tatsächlich, also C geht auch. Shift ist laufen. I cannot see anybody in the space, how did that get here? Jetzt muss ich das sogar sagen. Jetzt ist nicht mehr vertont. Nein. Jetzt geht's von dem Ruckeln, gell? Jetzt ist weg. Dubios. Ich mach ein bisschen lauter. Ja, das ist gut. Do not enter. Ja, okay, dann drehen wir wieder um. Gut, dann gehen wir. Hey, wir wissen ja nicht, wie wir rauskommen, gell? Das ist gar kein Geräusch gewesen. Nein.
Joke. Oh Gott. It's a really joke. Mhm. It's not funny. Nein. Stupid. Boing. Ah. Oh, lass mal. Wir lassen es mal unten. Oh, lass mal oben. Nee. Soll die Sachen immer erstmal so lassen, wie sie sind. Wir machen hier ein Feuer. Im Haus. Voll gefährlich, Mann. Ja, das ist nicht so. Naja. Hä? Geht mir selber wieder zu, oder? Weird. Sehr komisch. Das ist schon. Da ist er. Jetzt haben wir noch im Inventar, oder? Ist er eigentlich? Ja. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Ein Schlüssel. Was steht da? Eram Kurt es Eris Kurt Sum. Sum heißt bin ich. Sind. Ist der Plural. Eram, Eris. Die Luft vielleicht, aber das heißt eigentlich mit A. Eram. Ich habe kein Latein die Aufrechten. Gehabt. Auf jeden Fall ist es wieder so ein dummer Spruch, weil die irgendwas ist so und dann ist so. Das gleiche. Ja, da geht's wahrscheinlich auch irgendwie. Ich denke, also bin ich so ein ähnlicher Spruch. Too dark. Ist das vielleicht das? Ah ja. Battery. Jetzt brauche ich eine Batterie. Jetzt kommt so ein kleiner 9-Volt-Block. Rechts war ein Geräusch. Moment, ich habe jetzt hier... Da warst du jetzt drauf gepatscht. Ja. Ah. Ah nee, ist das hier. Da kann ich bestimmt nicht lang. Hab Schlüssel gefunden. Ja. Erst Rätsel gelöst. Respekt. Was steht da? Best friends are we still... We are still best friends, heißt es. Nee, also best friends are we... Trotzdem. Are... Wie ist der da? Ja doch, die Frage ist, dann ist richtig, würde ich mal schätzen jetzt. Are we still best friends? Sounds so familiar to me. Also wir sind hier auch mal wieder in so einem komischen Traum gefangen. So, jetzt müssten wir aber irgendwas hier finden. Ah, es ist so dunkel. Oder wir haben was getriggert. Das ist natürlich auch möglich. Mach ich drum. Ja, ah, da war was. Dear Headmaster of Raven Secondary School, I am writing in order to find a solution for the problem that my daughter has. The situation is unsustainable and I will have act in consequence if the problem is not solved for Wednesday. Even though we have decided to move out, she is not able to develop a normal life while we are here. She is bullied. She suffers psychological and physiological violence and we notice that her health is getting worse. My wife and I notice that she is not the person that she was, and she is getting depressed. We hope that you do what you have to, and finally what our daughter starts to get better. Thank you for your attention, your faithfully Baker Madison. Ich schätze mal, da wurde jemand gemobbt. Ach, da kann man es auch lesen, okay. Oh. Huh. Ja, das hätten wir natürlich auch vorher machen können. Mhm. Ein Weinglas. Ein Weingläschen. Ah, gönn dir mal ein Prosecco. Nein. Jetzt reinkrieg. Mhm. Ja, aber du meinst, es ist etwas getriggert worden? Wir schauen mal noch. Nein, stimmt nicht. Nein. Kannst du, drück mal auf die Hand. Ich kann auch doch nicht mehr drücken, oder? Weiß nicht. Nein, es ging nur einmal. Also es ruckelt schon manchmal ganz schön, gell? Das ist komisch. Verstehe ich nicht, weil die FPS-Zahl ist ja normal. Ah, hier ist noch was. Mhm. Pff, ein Mordschlüssel. Mhm. Collected. Ein Old Key von Director's Office. Mit dem können wir bestimmt den Batterien machen. Nee, keine Ahnung. Ja, ist ein Kurzschluss. Haben wir sonst irgendwas abgesperrt? Geh mal in den Raum rein und guck nach rechts, ob da ein Ventil ist. Ich komme hier gar nicht rein. Mhm. Ah ja, hier. Nein.
Cut kein Gas. Oder lang. Ne, Moment, hier ist nichts. Na, oben war noch was. Sicher? Ich glaub nicht. Nee, hier war nichts mehr. Und innen drin war da nicht? Nee. Ich schätze mal, dann wird's doch. Oder muss man hier vielleicht eine Schüssel? Nein, Blödsinn. Weißt du, das ist es. Dann trinkst du. Ah, du hast eine Schüssel. Und dann, ja, wofür kann ich den jetzt verwenden? Mach nochmal zu da und dann kommst du vielleicht durch. Meinst du? Nee, da ist noch so ein blöder Stuhl, ah, ja, den ich natürlich nicht wegschieben kann. Ah, Battery cut off the gas. Tja, können wir schon nicht weiter. Wo die Leitung herkommt. Vielleicht kannst du es verfolgen. Kommt hier von rechts. Ja, der kann ich bestimmt hier aussteigen. Aber ich komme hier nicht rein. Kann man nicht irgendwie so eine Fackel nehmen? Wäre das nicht intelligent? Nein. Das wäre intelligent. Die einzige Tür, die ich nicht kenne, ist halt hier, aber... Das kann man halt auch nicht. Nee, kann man nicht. Ah, guck mal, was das ist. Die Batterie. Ah ja. Energy steht drauf. Das ist eine Energy. Energy-Riegel. Klick. Hallo. Ed Sattler. Wunderschön. Das gefällt mir nicht. Da bricht bestimmt was raus. Gespeichert. Ja, hat's. Sehr schön. Ach, das schon durch. Ich würde es aber gern. Das wird uns so noch ficken. Ja. Alter. Das klingt komisch. Ich muss aber echt sagen, die Objektphysik ist nicht so optimal. Mhm. Vor allem. Kannst du jetzt nicht einfach durchlaufen? Ich will es aber noch wegschieben. Ich will es in dieses Eck reinschieben. Könntest du das jetzt endlich mal. Springen kann man ja auch nicht. Oh, schiebt man es immer nebendran vorbei. Weil dieses möchte ich schon gerne, weil dann kann man wenigstens hier durchlaufen. Mm. Oh. Aber behindert es noch beim Durchlaufen? Das ist gut. Los, los. Sehr gut. Man kann. Gut. Geh nochmal durch den Speicherpunkt. Sehr gut gemacht. Plop. Was war das denn? Ich glaube, der Speicherpunkt geht nur einmal. Die gehen wieder nicht. Nein. Ja, da haben wir jetzt so schwache Arme. Was? Teddybär. Den werden wir jetzt erstmal nicht berühren. What the fuck is happening in this place? Wir werden... Ach so, kann man gar nicht, gut. Kannst drüber latschen. Mhm. Sehr gut. Wie das immer verzögert ist, gell? Nimm's mit. Ich schätze mal, das ist ein Collectible. Nö. Hä? Wo ist der jetzt hin? Weg. Ich hab ihn aufgesammelt. Also, jetzt hast du es auf. Wahrscheinlich. Klick. Mein Herr Teddybär, das geht so nicht. Voll der Spanner. Mhm. Hör wieder zu. Nein. Das ist... Alter! Sehr gut, gehen wir ins Wasser. Wir tauchen jetzt da durch. Echt jetzt? Na okay. Achso, okay. Da war doch Wasser. Ebene. Das war so ein Wasserschicht so zwischendrin, so. Dunkel. Ah, woher weißt du denn jetzt schon, dass wir hier wieder das Gas ausschalten können? Das ist der einzige Weg. Okay. Können wir hier wieder zurücklaufen? Natürlich nicht. Nein. Das kannst du nicht. Also, du hast jetzt verlernt, wie man das geht. Mhm. Das ist fast schon wieder damals, dass ich vergessen habe, wie man sich hinsetzt. Ja, genau. Nee, die ist nach rechts gelaufen, also erstmal links gucken. Na, laufen wir nach links. Das gefällt mir nicht. Das ist bestimmt nur Ketchup. Wo ist Lichter? I think in that in one candle on the left side has the same size as one on the right side. What? Musst du eine Kerze finden. Hab eine gefunden. Hm,
Psch, ah, ah. Kannst du glauben? Wahrscheinlich. Ah. Aber Alter, war die da oben nicht? Ah, da. Guck mal. Oh, wir haben Licht. I need a key. Aber das ist ja gut. Guck mal noch ans Eck. Sehr gut. Ja, nix. Ich würde die gerne behalten. Mhm. Das gefällt mir nicht. Jetzt nimm endlich die Fackel. Ich kann nicht! Oh Mann. Ich habe mir die immer verbrannt. Wo ist die denn das? Blah. Okay. Kann ich das machen? Nee. Überhaupt nicht. Hey, was soll der Scheiß? Das wirkt überhaupt nicht. Null. Also, vom Spannungsbogen her ist eigentlich ganz angenehm. So. Nee. Oh. Das ist so eine Monsterkiste. Die lebt. Die frisst dich auf. Mhm. Der wird auch. Ja, du hast schon ein Cap hier aufmalen. Kannst du dich noch eine Mütze aufziehen? Spinnzeit. Von wegen Collectibles. Finde ich aber scheiße, dass die mir nicht angezeigt werden. Jetzt klau hier doch nicht alles. Ich glaube, ich spinne. Hä? Invisible Wall. Ja. Ja, was soll ich denn dann hier? Jetzt hast du was ausgelöst. Ach so, meinst du? Meinst du, ich soll jetzt wieder zurücklaufen? Keine Ahnung. Kannst du hier rechts drin gucken? Ah. Nein. Ich hab in dem Regal, was ist das? Andere Seite? Das da? Links? Toten Kopf. Oh, und oben? Akten. Da oben? Links? Akten. Ah, noch mehr Akten. Noch mehr Akten. Und die anderen? Auf der anderen Seite? Der Akten waren. Gläser. Nö. Tja, dann. Ja, dann ist hier nichts mehr. Komme ich hier durch? Nein. Das ist jetzt aber irgendwie gemein. Ich weiß nicht, durch das wir jetzt zurücklaufen müssen. Moment, so sind wir nicht hergekommen. Doch, von da. Was? Wie? Wo? Hä? Ja. Nein. So sind wir nicht gelaufen. Von da rechts. Ach, meinst du von da? Ja. Wieso haben wir dann vorher diesen Weg da nicht gesehen? Weil es dunkel war. Holy moly. Was soll das denn? Scare me. How do I light up this torch? Maybe find some. Da ist was. Ja, genau so. Mhm. Ja, und mit was? Reiben. Ich habe nichts da. Ich brauche die Kerze. Die Tür wieder zu. Stimmt. Hier, jetzt gehen wir wieder vor. Wo? Ja, die Kerze brauche ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ah, man kann laufen. Schön. Ja, natürlich. Aber ich komme hier nicht rein. Du da mit reinschmeißen. Mhm. Also, das ist ja mal äußerst dubios. Da sind wir hergekommen. Nimm doch so einen Bilderrahmen und zünd ihn an und dann geht's zur Kerze. Ja, zur Fackel. War ja klar. Nein. Ist jetzt festgeklebt. Mhm. Keiner kann sie mehr abnehmen. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Weil, ich komme jetzt nicht, ich kann nicht mehr zurückgehen. Das geht nicht. Zu den Teddybären an. Der war in meiner Karte. Probierst du zurückzugehen? Ja, aber das bringt mir ja nichts. Feindfühlst du, das hätte dann Fall. Vielleicht wird da was ausgelöst, keine Ahnung. Also nee, stimmt. Da nein. Ja nicht hoch. Ist hier drin vielleicht was? Guck dich nochmal um. So. Nö.
äußerst dubios. Und rechts? Ich finde es ein bisschen komisch, also lustig, oder naja, das ist so eine Sache, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich war schon bei der Batterie. Hm. Items werden nicht gehighlightet. Also nicht hervorgehoben. Das ist zwar, wirkt zwar gut zum Thema Spiel. Dingsbums, weißt, wie halt so ein Spiel ist. Also von der Atmosphäre her. Aber es stört halt gewaltig. Guck nochmal unten in das Fass rein. Nein. Ah, das kannst du aber bewegen. Was? Oder du hast es doch gerade bewegt, das Fass, oder? Nee. Hat sich bloß so angehört. Das gehen? Ja. Ich dachte. Oh, da war es ein fetter Ruckler. Ich habe keine Ahnung, wieso. Und vor allem, hier war ich doch schon. Oder ist hier vielleicht irgendwas? Und dieses andauernde, helle, klirrende Geräusch, gell? Mhm. Psychedelisch. Hm? Nee, hier ist nur Lights-Ordner an, zumindest. Ja, das wäre eine Option. Hier ist nix. Da komme ich nicht ran. Ich finde es eh komisch, dass man hier nicht durch kann. Mhm. Wäre cool, wenn du den Hammer jetzt nehmen könntest, um die Dinger zu zertreschen. Tja, den habe ich aber nicht mehr. Ja, ist komisch. Vielleicht ist es jetzt broken. Wahrscheinlich. Ich habe es kaputt gemacht. Also hier ist nichts. Vielleicht doch irgendwo am Anfang. Wenn man dreimal hintereinander hin und her läuft, wird das ausgelöst. Wahrscheinlich. Nee. Ich brauche Fuel to set it on fire. Wo würde es denn Feuer geben? Haben wir vorhin einen Schlüssel gefunden? Nicht, gell? Nee. Lustig ist, ich kann jetzt hier auch nicht mehr hingehen, gell? Ah, okay. Doch, da. Ja. Wo ist denn das? Nee. Echt dubios. Da? Nein. Da? Nein. Puh. Ja. Links? War da nicht gerade was? Ja gut, das ist ja hier dieser Eingang. An dem... Da. Das helle da. Das helle da hinten? Nee, geh doch mal da hin. Zu der Tür gerade. Tür? Zu der rechts? Da ist die Tür. Stimmt, aber rechts war irgendwas Helles. Das war hier. Da dran, genau. Da ist so eine Kerze. Ah. Was ist das? Das ist eine Kerze, die hat vorher gebrannt. Nee, die hat sie vorher nicht. Aber... ja doch, die ist da rausgegangen dann. Ach so, das war das. Ah. Das hab ich nicht genau gesehen. Kommt man da vielleicht irgendwie durch? Nein. Nee. Ja, das ist doch hier immer wieder sehr ärgerlich. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo was ist, aber... Nee. Tja. Drucken? Nein. Nein. Oh, das wäre schon angenehm, wenn sie es ein bisschen highlighten. Oh, da ist doch. Mhm. Hab's gefunden. Mhm. Jetzt Schocker, oder? Moment. Jetzt musst du saufen, Spiel vorbei. Mhm. Gut, jetzt geht's noch weiter. So, beim Kanister hast du es jetzt angezündet. Mhm, genau, so läuft's. Und es geht weiter runter. Eieiei. Aber gespeichert hast du noch nicht. Nein. Ach, wir sind jetzt... Kann ich hier wieder zurück? Nein. Hä? Es ging doch nach unten. Wahrscheinlich ist es so ein Gang unten so durch so einmal. Aber er ist hier noch durchgekommen. Da ist ein Schlüssel. Rechts, rechts. Da, nix. Da. Ja, okay, merken wir uns. Also, ob er da nicht drüber klettern könnte? Mhm. Ja, hier ist ein Speicherpunkt, oder? Ja, hat gerade gespeichert. Sehr schön. Das ist nicht gut. Das ist eigentlich optimal, um einen Cut zu machen, oder? Jetzt könnten wir einen Cut machen, ja. Ja, jetzt haben wir gerade fortgeschritten, wir können weitermachen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios.